Beginnen wollen wir mit unserer Rubrik Zukunft Wohnen, wo wir Ihnen Techniken zeigen, die das Bauen und Wohnen einfach schöner und besser machen, heute mit einer Fassadenfarbe. Die Fassadenfarbe soll die Fassade vor Pilzbefall, Feuchtigkeit und natürlich auch vor Algen schützen. Eine Neuheit, doch bis das Produkt fertig war, sind die Entwickler fast verzweifelnd und es hat sich einmal mehr gezeigt, wie vollkommen doch die Natur ist. Ja, moin moin, ich bin der Nebeltrinkerkäfer. Jeden Morgen kurz vorm Aufstehen tippel ich hier die Düne hoch und ziehe mir die ersten Wassertropfen aus dem Nebel rein. Deshalb ja auch Nebeltrinkerkäfer. Außer so ein paar Wissenschaftler und Freaks kann nämlich kein Mensch. Aber weil die Stow-Leute hier eine neue Farbe wollten, wurde ich ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt. 2010 bei der Firma Stow. Weltmarktführer für Wärmedämmen, Verbundsysteme, aber auch spezialisiert auf Fassadenfarben. Eine Neuentwicklung sollte her. Eine neue Farbe, die unter anderem auch Hauswände vor Feuchtigkeit und Pilzbefall schützen soll. Häufig lassen sich die Fassadenexperten aus der Natur inspirieren, allerdings von Pflanzen. Doch eines Tages flattert die National Geographic ins Haus. Dann hat uns sozusagen der Zufall geholfen. Die amerikanischen Kollegen, einer der Kollegen saß beim Zahnarzt und hat ein anderes Produkt von uns gesehen, die Lotusan, die Blüte der Lotusan im National Geographic, und hat es, weil es ihn so gefreut hat, dass auch in den USA unser Produkt dort genannt wurde als bionisches Produkt, die Zeitschrift hierher gesandt. Der Artikel handelte von Oberflächeneffekten in der Natur. Rainer Schmid, selbstgelernter Lackier- und Malermeister, informiert seine Kollegen und zeigt ihnen den Artikel mit dem Lucky Punch, dem Käfer. Dabei bin ich nur so nebenbei erwähnt worden. Das verstehe nun mal, wer will, ne? Nicht mal mit einem Foto. Pff. Der Käfer lebt in der Namib-Wüste an der afrikanischen Westküste. Über einen deutschen Sammler bekommen die Experten ein Exemplar. Der Lacklaborant Heinrich Schmidt zeigt uns nun, wie damals der Käfer untersucht wurde. Der kam im Labor unter das Mikroskop. Die Aufnahmen zeigen die Struktur des Käferpanzers. Der ist durchzogen von Hügeln und Tälern. Die Feuchtigkeit setzt sich an den Hügeln ab und rinnt dann die Täler hinunter. Das erinnert stark an den bereits bekannten Lotus-Effekt, bei dem das Wasser an der Oberfläche einfach abperlt. Doch es gibt einen großen Unterschied. Damit das Wasser abperlen kann, muss der Wassertropfer auf jeden Fall ein bestimmtes Mindestgewicht haben, dass der Effekt überhaupt greift. Und beim Gionic-Effekt ist es so, wenn zum Beispiel Frühtau an der Fassade wäre vom Gewicht her jedes einzelne Wassertropfens zu gering. Und das Wasser sammelt sich im Endeffekt dann in den Tälern und läuft dann irgendwann ab, wenn es die Masse erreicht hat, dass es ablaufen kann. Und genau dieses Prinzip, dass bereits kleinste Wassertropfen absorbiert werden und dann abfließen, musste nun in die Farbe gebracht werden. Die Herausforderung an sich war einfach, die Oberfläche so hinzubekommen, dass wir auch Täler haben, wo sich auch genug Wasser sammeln kann, dass es im Endeffekt ablaufen kann und dass die Berge nicht zu hoch sind. Dann muss man neben dem Gionic-Effekt auch noch Sachen beachten, wie die Farbtonmachbarkeit, kann man es überhaupt in alle Farbtöne machen, wie stabil ist die unter Lichteinfluss bzw. UV-Einstrahlung? Ja, es war insgesamt ein sehr mühseliger Prozess. Da sind einige hundert, um nicht zu sagen tausend Stunden draufgegangen, um nur diesen Oberflächeneffekt hinzubekommen. Als das endlich geschafft war, geht es natürlich daran, das Ganze in Serie zu bringen, das heißt in großer Produktion herzustellen, und dazu muss es auch lagerstabil sein. Da gibt es so Versuche und da haben wir deutliche Fehlschläge erlitten. Wie gesagt, 9 bis 12 Monate, gar 16 Monate ist unser Ziel. Nach 2 Tagen ist die erste Mischung umgekippt, sodass wir nur noch einen Pudding im Eimer hatten und der war natürlich nicht mehr verarbeitbar. Tja, da hatte ich denen aber ganz schön was eingebrockt. Was war das aber auch kompliziert? Die Techniker der Forschungsabteilung hatten eine harte Nuss zu knacken. Sie entwickelten neue Prototypen und die mussten immer wieder aufs Neue getestet werden. Also wir fahren ja täglich mit LKWs durch ganz Deutschland oder ganz Europa. Dann werden dort Farben auf Paletten gepackt in der normalen Verpackung im Eimer und werden spazieren gefahren, um zu gucken, vertragen die Temperaturunterschiede. Wenn wir jetzt diesen Sommer angucken, 30, 32 Grad, überhaupt kein Thema, im Schatten, in der Sonne noch mehr. Dann haben wir Wintermonate gehabt mit deutlich unter 0 Grad über längere Zeit. Also auch das muss das Produkt ja mindestens kurzfristig aushalten. Endlich, nach 2 Jahren unermüdlichen Probierens, stimmt die Rezeptur. Da gibt es verschiedene Hilfsstoffe, die man in unterschiedlicher Kombination einsetzen kann, um das Ganze dann im Eimer, in der Waage zu halten. Und da ist sehr, sehr viel Erfahrung gefragt. Und am Schluss war es ein sogenanntes Additiv, also ein Hilfsstoff,
der dafür sorgt, es ist in jeder Farbe drin, die sorgen dafür, dass die Farbe in der Schwebe bleibt, also dass schwerere Teile nicht nach unten absacken oder die leichten sich eben nach oben separieren. Sto bekommt das Patent und 2015 kommt die neue Fassadenfarbe auf den Markt. Zudem wird sie auch auf die hauseigene Fassade am Firmensitz in Stühlingen aufgetragen. Man sieht, wir haben unser neues Gebäude natürlich umgehend mit unserer Sto-Color 3 Ionic gestrichen. Man sieht hier sehr schön, dass sie eine hohe Farbbrillanz hat. Und wenn wir jetzt heute bei diesen Witterungsbedingungen drüber fahren mit der Hand über die Oberfläche, spüren wir eine ganz, ganz leichte Feuchtigkeit. Sobald die Nebelmenge oder die Taumenge zunimmt, beginnt es natürlich sofort abzulaufen und funktioniert sehr gut. Hier ein sehr anspruchsvolles Gebäude, weil kein Dachüberstand oder dergleichen, das ist der Witterung komplett ausgesetzt. Das war für uns ein ganz wichtiger Punkt. Sobald wir das tolle Ergebnis der Sto-Color 3 Ionic hatten, wollten wir das natürlich logischerweise auch bei uns einsetzen, um unsere Gebäude zu schützen. An dieser Demo-Wand wird der Effekt deutlich sichtbar. In der Mitte läuft das Wasser schneller ab. Das liegt an der Mikrostruktur in der Farbe. Sie legt sich wie ein Vorhang über die Wand, an dem das Wasser dann hinunterläuft. Oh, bin ich genial oder bin ich genial? 5 Jahre hat es gedauert, bis die Neuheit auf den Markt gekommen ist. Inzwischen hat Sto die Farbe weiterentwickelt und ihr noch einen UV-Filter verpasst, damit die Hauswände nicht ausbleichen. Die patentierte Farbe kann auf diverse Untergründe gestrichen werden. Und, auch das war wichtig, es gibt sie nicht nur in Weiß, sondern in einer breiten Farbpalette.